Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich dir einmal zeigen, wie du diese ganz einfache, schnelle und schlichte Karte machen kannst für beispielsweise eine Taufe oder wie bei mir für eine Hochzeit. Ich habe ein paar neue Karten für meinen Kartenständer gebraucht für Taufen und habe da einmal ein paar Stück fertig gemacht und dann habe ich einfach dasselbe Design genommen, nur einen anderen Spruch. Und die könnten jetzt für Hochzeit oder beispielsweise auch für Geburtstag herhalten. Verwendet habe ich nur ein Stempelset und zwar für alle Zeit. Das ist das neue Stempelset aus unserem Jahreskatalog. Stanzen werden wir gar nichts, es wird nur ein bisschen geschnitten und geprägt. Dann zeige ich dir einmal, was du dafür brauchst. Du brauchst einmal einen Kartenaufleger. Ich habe hier extra starken flüsterweißen Farbkarton gewählt. Er ist 21 x 14,5 cm, gefalzt bei 10,5. Dann habe ich in der Farbe Aventurin einen Kartenaufleger gemacht in 10 x 14 cm und dann habe ich noch einen Aufleger gemacht in 9,7 x 13,7 cm. Und auch ein Stück Pergament habe ich mir schon bestempelt mit Stays-On. Stays-On sieht nämlich so aus. Und das ist eine permanente Stempelfarbe und sie trocknet auch sehr schnell. Gibt es bei uns im Jahreskatalog. Und dann fangen wir schon mal an. Wir brauchen einmal diesen Zweig aus dem Stempelset. Und die Farbe Aventurin und einmal Savanne. Ich brauche dann noch ein kleines Stück Schmierpapier. Jetzt stempel ich mir einmal Savanne hier auf. Ich gehe ein bisschen weiter hier ins Bild. Stempel mir das einmal ab und dann stempel ich ihn mir hier drauf. So. Und jetzt das gleiche nochmal mit Aventurin. Da reinige ich ihn mir einmal. Nur da wird auch einmal abgestempelt. Ich nehme nicht sofort den ersten Abdruck. Der ist mir ein bisschen zu satt. Stempel ich hier einmal ab und dann positioniere ich ihn mir hier einfach, wie ich so denke, oben drüber. Und das war's schon. Hier kann ich dir auch einmal den Unterschied zeigen. Und zwar habe ich hier einmal gleich den ersten Abdruck genommen und hier nur den zweiten Abdruck. Ich hoffe, du kannst das sehen. Die Karten sind in Folie eingepackt. Aber ich denke, man sieht das ganz gut. Hier ist er viel satter und hier ist er, ja, man kann die Struktur, finde ich, ein bisschen besser sehen. So. Und dann klebe ich mir das auch schon mal auf meine Mattung. Und dafür nehme ich einmal Abreißklebeband, weil bei Flüsterweiß scheint mir der Kleber einfach immer durch. Der Flüssigkleber und das mag ich nicht. So, einmal schön auf alle Seiten Klebeband. Jetzt mache ich mir die Folie einfach ab. So. Und jetzt auf meine Mattung drauf. Schön mittig, damit der Abstand zu allen Seiten immer schön gleich ist. Klappt bei mir manchmal nicht immer, aber das ist okay so. Und jetzt werde ich mir das Ganze einmal prägen. Dafür brauche ich die Big Shot. Könnte ein bisschen wackeln. Und hier brauche ich einmal die blaue Platte und ich nehme
den Pregefolder Struktureffekt. So, ich lege mir meine Karte hier einmal einfach ein. Wenn das Stampin' Up! Logo zu dir zeigt, so wie hier, also es muss dich anschauen, dann hast du es richtig rum. Wenn das Stampin' Up! Logo nach unten zeigt und du dieses hier hinten drauf nach oben schauen hast, dann ist es falsch rum. Wenn dir natürlich die andere Seite gefällt, kannst du es natürlich auch so machen. Aber so rum wäre es eben richtig. Dann kurbel ich mir das Ganze einmal durch. Und das war's schon. Mehr brauchen wir die Big Shot gar nicht. Man könnte es jetzt auch ohne Prägung machen, aber ich präge mir das ganz gerne. Und hier nehmen wir jetzt einmal den Abdruck, den ich hier schon drauf habe. Ich habe mir hier schon mal eine Seite ein bisschen eingeknickt, also wie weit ich den Spruch haben will. Dann kann ich mir das hier einfach anlegen und schauen, möchte ich es eher so haben oder hier ganz unten vielleicht. Aber ich möchte das so ja, auf die Höhe so der Zweige haben. Genau. Das Stück Pergament ist bei mir 3 cm breit. Die Länge, die ist ganz egal. Es muss nur lang genug sein, damit du es hinten umschlagen kannst. So, und dann schaue ich, dass es so ein bisschen hier gerade liegt. Dass hier so eine Linie ist, damit das Papier nicht jetzt zum Beispiel so ist, weil sonst wäre es da hinten bestimmt auch schief. Ich schaue, dass es hier schön gerade ist. Dann drücke ich das mir hier schön an. Und ich brauche ein bisschen Flüssigkleber. Gar nicht viel, ein bisschen hier hin, ein bisschen dahin. Jetzt klebe ich mir das Ganze an. Ich ziehe das ein bisschen straff, damit es nicht hier dann so extrem absteht, sonst steht das manchmal hier so ab und das sieht halt nicht schön aus. Aber so ist es schon ganz gut. Und jetzt einmal schön hinten überall Kleber. So. Und jetzt einfach hier drauf. Andrücken. Durch die Prägung finde ich, biegt sich das Papier, also es legt sich dann so, die Seiten schauen ein bisschen hoch, dann knicke ich mir das halt so ein bisschen so. Dann liegt es auch ein bisschen besser. So, und jetzt stempeln wir. Wir sind eigentlich schon fertig, also das war's. Mehr wird da gar nicht gemacht. Hinten habe ich nur noch mein Logo und meine Werbung drauf. Und jetzt einfach nur noch hier innen. Dafür nehmen wir Savanne wieder. Und noch einmal den Zweig. Den mache ich mir kurz nochmal sauber. In meinem Schrubbkissen. Ich habe hier schon was reingesprüht. Das reicht auch noch. Dann brauche ich noch einmal mein Schmierpapier. Und nochmal ein kleines Schmierpapier für unten drunter. Was nehmen wir denn da? Irgendwas, was hier noch so rumliegt, so das hier. Dann stempel ich mir das einmal wieder ab. Und dann kommt ein Abdruck hier oben in die Ecke. Und ein Abdruck, so ist es glaube ich besser, also ein Abdruck hier oben und dann auf die gegenüberliegende Seite nach hier. Wieder ein bisschen abstempeln. Und so. Und so sieht die Karte dann auch von innen aus. Und hier kann man dann noch seine Wünsche reinschreiben. So, das war's schon. Eine ganz einfache Karte mit nur einem Stempelset. Wenn du noch mehr solcher ganz einfachen Karten sehen möchtest, gib mir gerne einen Daumen hoch oder schreib mir unten in die Kommentare etwas rein. Ansonsten abonnieren ist wie immer kostenlos und solltest du die Karte nachmachen, würde ich mich freuen, wenn du mir
zum Beispiel auf Instagram den Hashtag Stempelreh hinter dein Foto setzt, dann kann ich mir das auch gerne mal anschauen, wenn du es möchtest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen und kreativen Tag. Tschüss!